Das ist schon ganz cool, dass hier so viele Radprofis. Es ist schon ganz cool, dass hier so viele Radprofis sind. Ja. Eigentlich auch lustig. Das war jetzt kein Witz. Zweiter Tag, ich bin schon müde wie nach 3 Wochen. Da ist man einfach immer, vor allem die ersten Tage, ziemlich müde, ziemlich fertig, obwohl man noch gar nicht so viel trainiert und ja, am Anreisetag halt noch ein bisschen gelaufen, ganz locker. Gestern eine Stunde Radfahren, ungefähr eine Stunde schwimmen, heute früh ausschlafen. Jemand wollte nicht ganz so ausschlafen. Ja, der Venue ist wirklich schön. Also es ist ja wirklich schön hier mit den Bergen aus. Was habe ich ja zu Hause nicht in Potsdam, da haben wir keine Berge. Beim Essen sieht man so aufs Dorf runter, das können wir ja dann nochmal zeigen, ne, wie es aussieht. Vielleicht so ein, so mal das Essen raten bei einem Abendessen. Ich rede jetzt über das Pulsoximeter, nicht über die Schuhe. Na gut, ist auch nicht schlecht. Es misst zum Beispiel auch hier in der Höhe ganz wichtig die Sauerstoffsättigung. Ich kann das ja eben sagen, wie gut das funktioniert. Also ich habe so Nägel, ne? Also meine Nägel machen lassen. Und die sagen schon, dass das schlechter funktioniert mit Nagellack. Und das ist ja quasi noch dicker als Nagellack. Eigentlich sind ja Zehen, also da steht zwar, dass man den Finger reinmachen soll, aber Zehen sind ja quasi wie Finger, ne? Und im Prinzip also könnte man das dann nicht am Zeh messen. Dauert immer ein bisschen, bis es so was hat. Da sagt er, ich finde das realistischer am Zeh. Meine Garmin-Uhr nimmt ja auch den Puls. Vor allem zeigt es auch die Sauerstoffsättigung, das wollte ich sagen. Das ist ganz wichtig in der Höhe. Oder was heißt ganz wichtig? Das ist eigentlich nur interessant in der Höhe. Nee, ich hab... Mann, ist hier wieder was los heute. Ja, also, liebe Zuschauer, ich hätte gerne natürlich euch Laura gezeigt, bis oben da am Berg. Aber mit aller Liebe, so schnell auf diese Höhe kann ich da unten ja nicht laufen. Man sieht irgendwie nichts darauf, außer... Wir sind gerade... ja, der, hat der Berg eigentlich einen Namen? Nee, ne? Nee, ich glaube, ich weiß nicht. Kreuzberg. Kreuzberg ist eine Stadt, also ein Bezirk in Berlin. also den unbekannten Berg in der Venue hochgewandert. Es war sehr schön, auch anstrengend und... eine sehr, sehr schöne Aussicht. Ich bin ja
jetzt fahren wir den Berg wieder mit Auto runter. Und wir machen das Abendessen. Genau.